Ich möchte einen Döner 1006 Gramm. Mache ich hier so ein. So sieht das dann aus, mein Freund. Ja, das ist perfekt. Legen wir auf die Waage. Da bin ich 100% sicher. 1 Kilo 6 Gramm habe ich da wieder. Guck selber, bitte. 1,6. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit dem guten Ozan. Was geht ab, Bulli? Grüß dich, Bulli. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Bro. Ja, wir machen heute TikTok-Hype-Döner-Test. Okay. Du hast ihn auch schon gesehen bei TikTok? Ich habe den gesehen. Eine Frage, warum knien wir uns gerade? Wir sind an der Kamera. Warte, wir gehen hier hinter. Wir gehen hier hinter. Komm okay, mit. Okay. Wir sind an der Kamera unterwegs, Leute. Wir machen heute mit Kamera, VS ohne, beim TikTok-Hype-Döner. Das ist dieses Ding. Du gehst da hin und sagst, du willst 1067 Gramm Döner haben. Und dann macht er das, haut das darauf. Ich denke, wer die Videos kennt, weiß, dass, da wird irgendwo ein Fake sein. Natürlich, ne, da sind wir uns einig. Wir wollen das trotzdem machen. Der hat auch 1000 Zutaten, getrocknete Tomaten. Was hast du noch gesehen? Irgendwie? Paste mit Walnuss und Pistazien. Also keine Ahnung, Digga. Es ist alles aber kein Döner. Und liebe alles, ja. Ich schwör's dir. Alles drauf. Getrocknete Tomate werden wir auch testen. Aber wir wollen jetzt halt gucken, was macht er, wenn wir da jemanden so hinschicken ohne Kamera. Und wie ist der Vergleich, wie wenn wir danach mit Kamera hingehen? Okay, das wäre absolut witzig, wenn eine Oma dahin geht und so. Wollen wir versuchen, eine Oma ranzukriegen? Das ist ganz schwer, Alter. Die würde sagen, nee, lass mich in Ruhe. Ja, die checken das nur noch nicht so ganz. Nee. Es wäre ultra lustig, ja. Da geben wir noch Kamera, die soll nebenbei Video machen. An der Kamera. Hier, wir sind, müsst ihr euch so vorstellen, einmal hier. Da hinten ist der Bruder. Ich zoome mal kurz, auch wenn es gar nichts bringen wird, so wirklich. Da hinten ist der Laden, ja. Da hinten ist der Laden. Und wir suchen uns jetzt einen Undercover-Agenten ran. Und das im Hintergrund ist keine türkische Hochzeit. Das sind die Traktoren, die hier irgendwie eine Demo starten. Das sind die Traktoren, genau. Das ist keine türkische Hochzeit. Könnte aber auch gut sein, ja. So, komm, wir gucken, dass wir jemanden jetzt finden hier, Ozan. Wir müssen jetzt mal einen Sound klettern und irgendwie von der Seite uns ranfischen, Undercover-Agenten suchen. Digga, du bist ja richtig im Film mit Cappy und so, Alter. Muss. Von letztens gerade von Pferd hops genommen. Achso, er hat dich erkannt, ja. Er hat mich erkannt und dann musste ich ihn bei mir behalten, bis mein Döner da ist. Undercover-Agent Holle klettert über den Zaun, obwohl er auch ganz easy da langlaufen könnte. Doch, du musst jetzt auch, Bruder. Du musst. Wir müssen aber wirklich jetzt hier auf der Hut sein, weil wenn er uns da jetzt sieht, sind wir am Arsch. Also weiter können wir uns nicht vorwagen, Rudi. Wir machen uns jetzt einen Plan, Leute. Da seht ihr den Stand. Da ist er. Ich habe unseren Mann gesehen. Oder ja, Ozan hat unseren Mann gesehen. Brudi! Wir haben eine Frage. Kannst du einmal kommen? Nee. Okay, es war doch nicht unser Mann. Ja, aber der war auch ein bisschen zu jung, glaube ich. Digga, stell dir mal vor, Alter mit Glatzen und einer mit Kämpfen fragt sich, ey, Brudi, hast du eine Frage? Und so eine dicke Kamera in der Hand. Ich bin auch wegrennen, Alter. Der dachte, wir ziehen ihn gleich ins Auto. Digga, das ist aus wie so ein Dieb ohne Schmerz, Alter. Mit so Handschuhen, Käppi und sowas, Digga, das ist normal. Wir haben jetzt jemanden am Start. Also, wir würden gerne einmal einen Döner nehmen. Das, kennt ihr das Format bei dem Döner? Der könnt ihr sagen, ich will einen Döner haben, der 1050 Gramm wiegt, zum Beispiel. Und der macht den Döner, der wiegt 1050 Gramm. Und das müsst ihr machen, also einen Döner mit 1048. Und dann würden wir ihn direkt testen. Ja. Geil, geil. Dann gebe ich dir mal einen 20. Ich gehe mal von aus, dass das lang. Boah, sehr lieb von euch. Sehr, sehr lieb. Danke, danke, danke. Weißt du, was geil gewesen wäre noch, wenn wir noch eine Waage organisiert hätten? Nochmal nachwiegen. Oh, das wäre gemein, Alter. Okay, also wir haben hier nochmal einen Agenten am Start. Wichtig ist, wir haben zwar jetzt schon jemanden da, wir brauchen noch einen zweiten Döner. Du sagst, du willst 800 Gramm haben und irgendwie eine geile Kombi. Sagst du, der soll mal so machen, wie er den Döner empfiehlt. Und guck mal, was von ihm aus kommt, was er so sagt, ob er die anbietet, wie viel Gramm und so. Und dann sagst du einfach mal, was so passiert. Ja, genau, das wäre geil. Ich gebe dir mal eben Geld in die Hand. Warte mal. Alles klar, danke euch. Ne? Bis gleich. Zweiten Agenten. Wir haben gerade Bruno, das haben wir für zwei. Das haben wir für zwei, ja. Das sind unsere ersten Agenten. Ja. Mega, hat das Geld gelangt überhaupt? ProSieben ist gerade am Start. ProSieben ist am Start? Nein, da müssen wir eigentlich direkt hin. Ah, scheiße, ey. Warum will den Döner kaufen? Was veranlasst euch das? Ach, ihr seid dann könnt ihr auch gefilmt werden. Tam ist auch da. Ach, wild. Okay, ja, scheiße, müssen wir. Der sich vertan hat und nur bei 1002 war, haben wir umsonst bekommen, plus 270. Echt, das war so? Ah, das haben die vor Kamera gemacht, vor Tam. Das machen die sonst auch safe nicht. Scheiße, wir müssen eigentlich. Das ist die Kamerabonus. Jetzt haben wir ja mit Kamera doppelt gehabt. Dann filmen wir nachher nochmal, wenn Tam weg ist. Danke, ne? Vielen Dank. Walnusspaste und Aioli. Nicht, dass einer von euch da. Allergisch. Okay, danke. Aber die Kamera hat gefilmt, als er das denn umsonst gegeben hat, ne? Ja, ja. Ja, deshalb hat er das gemacht. So ein Spinner, ey. Okay, danke euch. Ja, ne? Vielen Dank für die Zeit. Okay, ey, Digga, was ist das für ein Zufall? Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Alter. Eigentlich müssen wir direkt hin, weil der Kamerabonus ist eh für den Arsch. Und dann, wenn Taff da ist, können wir die noch mit. Ja, komm, wir gehen noch mal hin. Scheiß drauf. Wir müssen nachher noch. Wir schicken dann nachher einfach noch mal jemanden hin, genau. Wenn Taff weg ist. Guck, was die denn machen. Scheiße, ey. Das ist ja für den Arsch, ey.
Zeig mal das gute Stück. Riesen-Oschi. Oh, Bruder. Das ist locker über ein Kilo, oder Holle? Ja, 1048 Gramm, also 1049. Ist Taff immer noch da? Glaube ich, jetzt weggegangen. Jetzt weggegangen? Ja. Scheiße, ey. Das hat länger gedauert. Gut, vielen Dank euch, ne? Vielen, vielen Dank. Weil wir werden jetzt einfach den hier nebenan den Döner verschenken. Sonst was, wir holen jetzt erstmal einen Döner, dann machen wir danach nochmal Undercover. Das hat ja irgendwie alles jetzt keinen Sinn gemacht für Fernsehen da, aber wir wiederholen das gleich nochmal. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Wir filmen hier nebenbei, ja? Ist in Ordnung? Ja. Ja. Ihr seid vom ProSieben hier. Ihr wollt drehen, wie wir drehen? Ich hätte euch auch gern gefilmt, wie ihr dreht. Ja, klar. Hi, grüß dich. Ne? Habt ihr Kamera noch hier, oder? Ja. Ach so. Wir würden dann direkt, also quasi nochmal, wie ihr hier ankommt und sowas. Wir nehmen direkt alles. Ja, können wir machen, kein Problem, ja. Egal, jetzt machen wir nochmal auf Fake, weil jetzt kommen wir nochmal angelaufen. Das Fake-Geschäft kennen wir schon. Ja, das ist so. Vielleicht scheißen wir heute auch auf Undercover-Tests oder wir machen danach nochmal Undercover-Tests. Ja? So, mein Lieber. Hallöchen. Das ist die Frage, ne? Sollen wir jetzt ganz normal so bestellen, wie wir sonst auch bestellen? Ich bestelle 50 Beilagen auf jeden Fall. Boah, es gibt sogar TikTok-Döner und TikTok-Döner-Teller. Warum so teuer ist das so ein Kilo-Döner? Bis zu ein Kilo. Ah, aber sag mal ehrlich, dein Trick da mit der Waage und so, ne? Ja. Ist fake, ne? Also er sagt, ist kein Trick. Ist kein Trick? Er sagt, ist kein Trick. Ein kleinen Trick gibt es. Eins wissen viele nicht über mich, Budi. Ich bin Magier auch. Ich komme aus der Magierbranche. Ich bin Magier, ja. Und ich wette mit dir, wir wetten vorher um 100 Euro, dass ich deinen Trick errate. Könntest du uns einen 1048 Gramm Döner machen? Haben die gerade 1048? Schwör? Das kann nicht sein. Ist so ein Pärchen gewesen zufällig? Nein. Ja, geil, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. 1048 Gramm. Taff ist auch übrigens am Start hier. Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt mitgekriegt hat. Die filmen auch nebenbei. Schämt ihr euch, dass ihr unseren Undercover-Test ruiniert habt? Oder tangiert euch das eher weniger? Wir haben gar nichts ruiniert. Okay. Was sagst du zu den Beilagen hier, Osan? Ich glaube, das ist deutschlandweit die größte Beilagen-Auswahl, ja. Ne, die man so sehen kann. 50 Beilagen bei einem Dönerladen, das heißt schon was. Sind das 50? Da steht 50 Beilagen. 50 Beilagen, heftig. Alleine das hier, guck mal, stell dir das mal im Döner vor. Also marinierte Käsewürfel, so habe ich noch nie für einen Döner gesehen. Ich möchte gern 1048 Gramm auf. 1048. Wusste ich gar nicht, dass ihr den habt. Und so, habt ihr gar nicht, du Spinner. Er hat mir den Kopf genommen, ja, das ist so. Wir wollen über dich aber auch wissen. Erstmal ist Topf dort und dann. Okay, gut, ja, da sieht man mal wieder, wie die Prioritäten setzen. Ne? Fernsehbonus. Fernsehen erst, dann YouTube. Also lass den Daumen oben knallen, damit das Video mehr Reichweite erlangt als das von ProSieben. Das ist ja aber ganz doll Pflicht heute. Wir nehmen heute keine Faxen, nur ein, zwei Experimente. Ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall bei mir auch noch mit Tomaten da. Und du wolltest dir selber einen zusammenstellen, ne? Mhm. Mit Weinblätter. Welche Brotsorten hättet ihr denn am Start? Ich hab rundes Brot, ja. Beets, kann ich dir schnell machen. Rundes Brot, dreieckig oder Parallelogramm. Sitzt da der Satz des Pythagoras oder ist das ja, anders? Das ist ein bisschen schwer, wenn du so ein Ding machst. Okay, gut. Wir nehmen erstmal das Brot. Soße, die grüne will ich unbedingt, die habe ich gesehen, die wollte ich unbedingt testen. Und du machst wirklich 1048 Gramm jetzt, ne? Ein Magier. Erstmal Zwiebeln drauf? Ja, genau. Erst Zwiebeln, gerne. Käsewürfel und alles? Ja, du machst du genau deine Reihenfolge. Ne? Aber die wollen wir auf jeden Fall drauf haben. Und getrocknete Tomate würde ich auch probieren mal. Ne, ich habe noch nie auf dem Döner das. Ja, und dann noch die besten Bohnen auch noch, ja, warum nicht? Abbruch bitte. Also Bohnen durch ein bisschen zu viel. Ja, komm, wir nehmen. Erstmal Gabel, sagst du, ja? Aber sonst musst du operieren gleich. Ich brauche sowieso eine Schönheits-OP, können wir gleich alles zusammen machen. Also Holle, ich gehe mit alles mit, aber Bohnen, Alter. Bohnen, wir nehmen alles. Heute volles Programm. Wie bitte? Salat, erst kommt nochmal Salat drauf, ja? Ja, komm, hau so wie du sagst einfach. Oha. Jetzt kommt Tomate-Honig, ja? Da sind ja jetzt schon drei Soßen drauf, ne? Genau, ja, glaubst du? Ja, ich glaub schon. Okay. Aber ich will, dass du irgendwie alles probierst, dass du mal schon runterfasst. Alles klar. Er hat wirklich alle 50 Beilagen. Dann kommt natürlich irgendwas
Okay, geil, geil. Und wiegen geht nur mit einpacken jetzt, ne? Dann packst du ein und dann... Er hat wirklich alle 50 Beine lang draufgepackt. Er hat alle 50 draufgepackt, mindestens 48. 1083. Ja, und du glaubst, das sind 1083, ja? Ja, ich glaube 1083. 1048, ja? Ja, genau. Warte mal, jetzt musst du selber die Kamera einmal nehmen und drauf filmen. 1006. Oh. Eben gerade, bei deinem Kollegen war das auch 1,6, aber durch Zufall. War auch 1,6 durch Zufall? Ja, genau, er auch 1,008. Oha. Aber ich würde sagen, es geht durch, okay, oder? Okay, aber ich sag, das gibt mir eher die Vibes, entweder der Trick voll falsch gegangen ist oder dass er echt ein Genie ist, was das Video angeht. Ich hab dein nichts manipuliert. Dies warst du nichts manipuliert? Ich kann aber euch trotzdem was sagen. Ja, okay. Ich mach eigentlich jedes Video genauso. Ja. Ich nehm 13 Videos auf, mal klappt es nicht, mal ist plus minus 10, mal plus minus 1, 2. Also ich mach da schon viel Arbeit. Also 100% Ehre. Okay, stark. Jetzt wäre die Überlegung. Ist schon kalt. Ich hab einfach, wo das okay. Das Ding ist, könnt ihr zwei gleichzeitig nochmal machen, extra, weil wir wollen beide einen essen. Kannst du jemanden mitgeben? Ich zahle auch. Wir verschenken, kriegen jetzt nochmal 9 Döner, dass der ganz frisch ist, schnell auf die Hand und dann testen Ozan und ich. Also das kann man vielleicht nochmal festhalten. Du hast es eben schön gesagt, Ozan, das ist der turbulenteste Dreh überhaupt. Ja. Vor allem bei mir. Ich habe ja sonst nicht so viele Leute auch dabei wie du. Das ist für dich selbst wild, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild hier mit Taff und Tavier dann noch. Ich weiß gar nicht, wo gerade links und rechts ist, Alter. Also ich habe auch gerade überlegt, eventuell lassen wir das mit dem Mitkamera vor. Ohne. Taff hat das gesprengt, das Ganze. Und wir nehmen jetzt einfach den hier. Ich glaube, das bringt jetzt raus, wenn wir danach noch mal an der Kamera einholen. 100%. Mhm. Du startest mit YouTube auch selber, ne? Ja, ich habe jetzt ab heute Exakto Bare, weil ich alles immer exakt mache. Ah, geil. Okay, cool, Ding, cool. Wundert euch nicht, Leute, ich habe den Döner noch mal von jemand anders gefilmt, weil ich meinen nicht drauf hatte. Ich habe es verscheppert. Er hat fast die gleichen Zutaten wie ich gewählt. Wir gehen nach vorne eben einmal snacken, Leute, dann kommen wir direkt wieder, ne? Komm, wir gehen hier einmal ein Stück rüber. Am besten nach vorne, Bruder, dann fahren ja nicht so viele Autos. So, noch einmal hier, ne? Ihr habt gesehen, den Döner. Das ist ein dicker Oschi. Ozan hat einen normalen Döner, so im Vergleich, wie er woanders auch serviert genau. wird. Ne? Ich habe auch extra gesagt, ich will ein bisschen weniger haben, aber zum Vergleich, Digga, das sieht schon krass aus, Alter. Aber was sagst du geschmacklich? Habe ich noch nicht gegessen, ich weiß es nicht. Okay. Also ein Döner im Brot mit Gabel habe ich auch zum ersten Mal jetzt. Das hier ist schon echt verdammt hart. Ich muss sagen, es ist nicht die allerfeinste Küche, also vom Ding her. Aber ich finde, die Idee an sich ist was Neues einfach. Die Idee ist heftig. Man fällt aber gleich auf, vom Fleisch her ist es ganz normal Standardfleisch. Ja. Das merkst du auch. Mhm. Aber es ist, was es ist. Du hast einen Döner, da liegt eine getrocknete Tomate drauf. Eigentlich schmeckst du dann in dem Moment halt auch gefühlt nur die getrocknete. Also die ist so durchdringend. Du kannst dir von der Optik eigentlich denken, wie er schmeckt. Also es ist jetzt nicht, dass du da jetzt rumphilosophieren willst. Nee. Getrocknete Tomate drauf und die schmeckst du dementsprechend. Also das ist so ein Döner zum Sattwerden, glaube ich. Wenn du Hunger hast und satt werden willst und einen Döner essen willst, dann kommst du her und isst den, Bruder. Das ist auch nochmal logischerweise. Ich habe das eben so dämlich gesagt mit der getrockneten Tomate. Du isst da nicht einen zusammengeklappten Döner und hast so einen Gesamtbiss. Wie ich immer sage, so Gesamtkunstwerk, beißt rein und kannst dich reindenken. Matcht das nicht. Nee, du, ich snack's ja jetzt gerade runter und nehme dementsprechend eine getrocknete Tomate. Da hängt vielleicht ein Stück Fleisch dran und so schmeckt es dann halt auch. Dann müsst ihr so dieses Gesamtfeeling mal irgendwie haben. Dafür ist er zu dick. Dann müsst ihr bei einer normalen Döner bestellen und da dann ein bisschen Special-Zutaten reinmachen. Keine Chance, die da irgendwie reinzubeißen. Digga, das Ding wiegt aber auch 1 Kilo, Alter. Keine Chance, den zu essen, Leute. Und wie schmecken die Soßen? Das muss man sagen. Ich finde erstmal die Konsistenz gut. Das ist so ein bisschen wie bei Mehmet im Buxude. Der hat ja auch diese, verkauft ja auch Pasten. Da kannst du 100 Gramm von seiner Olivenpaste, von seiner Auberginenpaste oder so nehmen. Das sind halt richtig so Pasten. Nicht diese Soßen im genaueren Sinne. Die sind schon geil. Also ich finde, da merkt man schon ein Quali-Plus im Gegensatz zu jetzt irgendwelchen normalen Soßen. Und du findest auch, dass Pasten in den Döner gut reinpassen? Ich finde schon, ja. Okay. Das kann man gut machen. Gerade mit diesem Standardfleisch, in Anführungszeichen, passt das sehr geil. Weil ich bei
Mehmet und Buxude auch. Aber qualitechnisch, Leute, ist es ein ganz normaler Döner. Das ist so eine Überraschungsbox so. Mhm. Umso mehr du beißt, umso mehr du guckst, umso mehr Zutaten kommen. Du, guck mal, jetzt ist so Pepperoni mit Käse. Du entdeckst auf einmal irgendwas Neues wieder im Döner drin, ne? Mhm. Ja, jetzt auch noch mal eine Olive am Start. Ich kann den einfach nicht beißen, nee. Da muss man echt... Digga, da ist sogar eine Olive drin. Ich hab alles hier am Start. Das ist eigentlich am Anfang so, das ist wie ein Döner-Teller. Ist sowieso alles erstmal runter. So im Brot, Digga, ist das too much. Du kannst so nicht reinbeißen, nee. Aber das ist auch sein Konzept, glaube ich. Alles rauf, alles rauf, alles rauf. Er hat eins geschafft, die Leute kommen in Scharen und wollen diesen Döner testen. Mhm. Ja, wollen sich das angucken. Er hat auf jeden Fall einen guten Hype generiert. Ja, also wenn sogar ProSieben hier ist, Respekt auf jeden Fall, ne? Aber sein Fleisch ist nicht schlecht, ehrlich. Ja? Also nur der Fleischgeschmack ist nicht schlecht. Ja, aber Standard. Er hat nicht irgendein Scheißfleisch gewählt, sondern gutes Standardfleisch. Ist schon gut, ja. Ja, hast du hier halt zwischendrin denn so eine Tomate mit Käse drin? Ja. Paprika mit Käse, ehrlich gesagt. Ich bin durch. So eine Bucht. Ich sag euch auch ehrlich, den werde ich nicht aufschaffen. Also ich werde mir den Rest gleich einpacken lassen. Wir chillen gleich eh noch eine Runde, da kann man nachher noch mal reinbeißen. Ich werde den nicht aufschaffen. Und jetzt wird es langsam, langsam normaler Döner, wo man so mal reinbeißen kann. Ja. Ich habe noch kein Stück Brot gegessen. Also hier oben einem abgeknabbert. Ich habe nur runtergesnackt. Jetzt kommt man ernst zu nehmender Biss. Olive, Fleisch, Salat, halt normaler Dönerbiss. Da merkt man halt in einer Hinsicht, das passt halt nicht zusammen. Ne? Also muss man jetzt einfach knallhart sagen, ich habe schon Oliven drin gehabt, ganz klein geschnitten. Wenn es nicht so viel war, ging das. Aber so eine ganze Olive im Biss drin geht nicht. Ich habe gerade gesehen, dass er in den Döner ein Sarma reingemacht hat. Also ein Weinblatt mit Reis drin. Hat er auch gemacht, ne? Er weiß es selber, dass es nicht passt. Mhm. Er weiß es selber, das weiß jeder. Aber er zieht halt sein Konzept durch und das finde ich irgendwo auch cool. 100%. Also jeder weiß auch selber, was bestelle ich, was nehme ich in den Döner rein. Keiner kann sich beschweren, wie ich jetzt, dass eine Olive drin hat und er sagt, hat nicht geschmeckt. Das ist ein Experiment, das macht man aus Spaß, probiert man mal. Richtig wirklich zählt ist, ob der Döner so schmeckt, wenn man mal eine vernünftige Bestellung macht, ja, ohne irgendwelche Faxen. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass der Döner allgemein ein bisschen kalt ist, Bruder. Allein wegen den Beilagen. Weil so kalte Beilagen. Dann müsst ihr halt sonst wirklich eine andere Zusammenstellung wählen. Ne? Aber ich muss Pluspunkt sagen, ich finde das Brot passt ja geil. Ist geiles Brot für den Döner. Für einen normalen Standarddöner perfekt. Brot ist super. Also mein Döner war nicht schlecht, Bruder. Kann ich sagen. Mhm. Kann man machen. Also jetzt zum Ende hin, geht das auch klar. Ein ganz normaler Döner. Ich schmecke auch mal den Käse. Da kann man sagen, wenn ich voll Kohldampf habe, komm mir her. Ich kriege so einen richtig deftigen mit diesem dicken Käse drin. Den ganzen Zutaten hier. Aber würdest du noch sagen, ist ein Döner? Würde ich schon noch. Weil die Leute machen generell Faxen. Ich habe schon Erdbeeren auf dem Döner gesehen. Okay, aber dann muss man deine Note sagen. Deine Note? Die kriegt ihr gleich. Schlachtfeld. Egal. Du hast rasiert. Ich habe mich ordentlich weit vorgekämpft, Leute. Den Rest werde ich einpacken lassen. Das wird zu heftig gerade. Wir sehen uns gleich bei der Bewertung, Leute. Was würdest du sagen, Digi, gibst du dem Döner? Sehr schwierig zu bewerten. Also das ist wirklich ein Döner, der sehr, sehr schwer ist zu bewerten. Mhm. Das Konzept ist was Neues. Die haben sich was dabei gedacht. Und wir ziehen das auch ohne Rückzieher zu machen. So. Die Jungs sehr sympathisch, haben uns gut aufgenommen. Rein geschmacklich geht es nicht über eine 7 bei mir. Das ist nur gut gemeint. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, puh. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also von mir, Leute, die Pasten und so sind wirklich geil. Ja, geil, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine geile Kirschpaprika da super geil zupasst, wenn man die noch reinknallt und seinen geilen Käse und so. Ich habe ja zum Schluss auch den Döner dann so noch probieren können, ohne dass da tausend Sachen drauf lagen, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit einem von Anfang an normal zusammengelegten Döner. Ich mache es einfach so. Das Ding ist jetzt auch Schwachsinn auf Krampf, was anderes zu sagen, weil du das gleiche gesagt hast. Ich wäre auch bei einer 7 von 10 gewesen. Ja. Weil die Pasten und so, die Zutaten im Standard-Döner-Ranking-Bereich, wo wir uns natürlich befinden, kann man eine 7 von 10 gut vertreten. Ja. Geil, Digi. Geil, Digi. Kuss, Kuss. Danke fürs dabei sein. Abonniert unbedingt den Augesan. Ist in der Videobeschreibung. Guckt euch seine Videos an. Ja, Mann. Gerne. Und dann ja, lasst mal euren Kommentar auch noch mal da. Daumen oben knallen, damit wir mehr Reichweite kriegen als ProSieben. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Hat sehr Spaß gemacht. Auf jeden. Hat sehr Spaß gemacht.